in der Lesung aus dem Alten Testament, was das ist, diese Liebe. Die wohnt im Herzen, wie wir wissen. Die wohnt im Herzen, steuert uns aber, wenn wir ihr vertrauen. Die Liebe steuert uns, wenn wir Gott vertrauen. Das dürft ihr mir wirklich glauben. Ihr könnt es ja ausprobieren. Wenn ihr spürt, jetzt habe ich jemanden wirklich gern. Ihr wisst ganz genau, wie ihr euch dann zu so einem Menschen verhaltet. Ganz super, ganz schön. Da ist manchmal es fast schwieriger, sich selber auch so gern zu haben. Aber es gehört auch dazu. Der Heilige Geist möchte euch auch stark machen. Ihr wisst ja, ihr werdet heute gefirmt. Firmen heißt auf Englisch, firm heißt stark. Das heißt, firmen heißt gestärkt werden, gekräftigt werden für das Leben. Ausgestattet hat es im Alten Testament beim Propheten Ezechiel geheißen, mit einem Herz aus Fleisch und nicht mit einem Herz aus Stein. Darf ich namens der hiesigen Pfarrgemeinde mit unserem Pfarrer, Konsistorialrat, Magister Dr. Dr. Christian Stromberger an der Spitze sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie sich St. Georgen am Lenzsee hier als Kirche für die heilige Firmung hier ausgesucht haben, und darf mich auch ganz herzlich bei den beiden Firmspendern, Diözesanbischof Dr. Josef Marketz und Monsignore Canonicus Magister Gerhard Kalitz für die Spendung des Firmsakramentes bedanken.